Knopf. Jawohl, danke schön. Ach, guck mal, Wasser. Du kannst mir das Wasser reichen. Ich will das schon. Ja. Also, meine Damen und Herren, man macht sich ja im Vorfeld so seine Gedanken. Was fragst du in die Zeit des knappen Messen? Und ich habe mir gedacht, du fängst an mit großes Jubiläum, großer Geburtstag am 17. Mai, geboren in Nordhorn im Südwesten von Niedersachsen. Habe ich mir überlegt, sagst du so, ja, Schlagersänger seit 40 Jahren, Moderator seit vielen Jahren. Dann wollte ich fragen, du sag mal, lieber Bernhard, wie ist das? Ist der Schlager-Titan im Laufe der Jahre vielleicht etwas zurückhaltender, besinnlicher, zarter geworden, dünnhäutiger? Da habe ich ihn gesehen gerade und die ersten Takte gehört. Und da habe ich gedacht, die Frage kannst du komplett vergessen und ich glaube, ich habe recht, oder? Bei dir finde ich so geil, Rüdiger. Du fragst was und gibst dir die Antworten selber. Sehr schön. Bin ich stolz auf dich. So, pass auf. Jetzt die nächste Frage, 17. Mai. Ja, jetzt kommt die Frage, mal gucken, ob du eine Antwort weißt. Ja, wer hat mit dir Geburtstag? Am 17. Mai Udo Lindenberg, glaube ich. Richtig, genau. Ja, sag ich doch. Wie alt? Okay, wer noch? Wer hätte? Wie wer hätte? Wer hätte? Dennis Hopper zum Beispiel. Dennis Hopper, der Schauspieler, ja, klar. Sebastian Kneipp. Oh, Kneippkur. Jean Gabin. Schauspieler. Der Mann ist Stier. Ja. Und Sie merken, der weiß, was er will. Ja. Übrigens Joe Cocker. Ich weiß, was. Und Thomas ich Gottschalk. Ich weiß. Sind auch Stiere. Ja, genau. 16. Mai ist, glaube ich, Thomas Gottschalk. Der ist 2 Jahre älter und einen Tag. Aber die Quoten, die er jetzt hat, sind so scheiße, das ist natürlich unangenehm. Der Montage, er demontiert sich im Moment. So, ja, du bist ja fleißig, Carmen Nebel am Samstag. Ja. Dann ein besonderes Jubiläumskonzert in Nordhorn. Genau, am 21. September. Wir werden am Morgen bekannt geben, dass wir am 22. ein Zusatzkonzert machen, wo die Leute alle sitzen können. Wir haben bis jetzt ja eine Location mit 2.500, mit 1.900 Stehplätzen, 600 Sitzplätzen. Da werden wir eine reine Sitzplatzgeschichte organisieren, weil die Leute gerne sitzen wollen. Die Älteren wollen ja auch dabei sein, logischerweise. Und da machen wir das natürlich. Ich bin halt selber auch froh, wenn ich auf der Bühne sitzen kann. Verstehst du? Er hat viele Konzerte, aber zu einem möchten wir Sie ganz besonders einladen. 2.10. in Dubai. Meine Damen und Herren, richtig? Ja, was ist da? Mit Johnny wunderbar. Logan. Johnny Logan, Johnny Logan, ja. What's another year for summer? Und was sind viele Kollegen dabei, Nick P., mit dem ich gerade auf Tournee bin, Schlager des Jahres und so weiter. In Dubai singen wir von dem höchsten Haus der Welt und wir versinken da vorne im Wasser. Hier ist die tollste Arena der Welt. Hier ist Thomas Bach. Gekommen und vier der VfL ist fast so alt wie ich, glaube ich, oder was? Wie alt ist VfL? Ist ein bisschen älter, glaube ich. Noch älter, ne? Ja, ich glaube schon, oder? Mehr so bei liegt mehr so bei Johannes Hesters. Okay, ja. So, wir werden immer jünger, ja auch, möchten Sie noch eine Zugabe, eine ganz... Aber hallo! So.